Marita Becker vom ERC Ingolstadt. Erste Fitnesstrainerin im deutschen Profi-Eishockey. Sonnenaufgang im Olympiabad. Jeden Morgen Training für Rio 2016 unter der Leitung von Olaf Bünde. Olympiastützpunkt Bayern. Andreas Huber wertet die Daten der bayerischen Spitzensportler aus. Privatleben wird so sein, dass die Freundin oder der Freund sicher nicht an erster Stelle steht, sondern an erster Stelle wird immer das Training stehen. Wir reden hier auch schon von Umfängen bei 12-Jährigen von 1200, 1300, 1400 Kilometern im Jahr. Wir hatten 7 Tage, 5 Spiele plus Reisestrapazen. Im Fußball sieht das ganz anders aus. Das sind 2 Spiele pro Woche, englische Wochen, also mega Stress. Ja, die Belastung ist immer hoch, klar, aber nächste Woche, wir haben noch 2 Spiele, aber danach... Ja, ist nicht einfach nach Champions League, Bundesliga und nach ein bisschen Spiel im Pokal, nach in Bundesliga. An das Pensum von Leistungsschwimmern kommen Profifußballer bei weitem nicht dran. Gut 2 Monate vor den Olympia-Qualifikationen ist heiße Trainingsphase. Wir fangen dann schon meistens um 7 Uhr mit Erwärmung an und haben danach noch 1/2 Stunde Dehnung, also 3 Stunden immer morgens und abends dann eigentlich nochmal dasselbe. Wenn wir noch Krafttraining haben, dann haben wir nochmal vor dem 2-stündigen Wassertraining nochmal 2 Stunden Training. Also kann schon mal sein, dass wir auf 7 Stunden Training am Tag kommen. Alles streng nach Plan. Ein Leben für den Leistungssport. Dabei sind sie keine hochbezahlten Millionäre. Im Schwimmen lässt sich kaum Geld verdienen. Alle müssen neben dem Training studieren oder eine Ausbildung machen. Eigentlich im Prinzip 2 Jobs und dann hat man immer noch keine Freizeit. Die Freizeit muss in Anführungsstrichen in dem Trainingsbetrieb stattfinden. Die Freunde, die man hat, müssen eigentlich die Trainingspartner sein. Marita Becker hat bei den Eishockey-Profis in Ingolstadt einen verantwortungsvollen Job. Diese Woche hatten sie Mittwoch, Freitag und heute Spiel. Mit einer Pulsuhr für jeden Spieler kann sie die Trainingseinheiten dazwischen präzise steuern. Ich habe jetzt von der ganzen Saison jedes Training aufgezeichnet und unten sieht man schöne Kurven und dann sieht man natürlich, Eishockey ist eine schöne Intervallsportart. Und für mich ist natürlich einfach wichtig, dass ein Spieler in eine Belastung reinkommt, aber auch einfach schnell wieder runterkommt. Die Pulsfrequenzen aller Sportler werden in Echtzeit am Computer angezeigt. Das Training darf nicht zu intensiv sein, also hohen Puls im roten Bereich vermeiden. Die Trainingsformen sind dementsprechend kurz, nie länger als 20 Sekunden. Genau, ist alles schön Erholung, grün und blau. Am Olympiastützpunkt in München trainiert eine Gruppe Werfer. Schon als Nachwuchsathleten bewegen sie mehrere 1000 Tonnen pro Jahr. Sonst schaffen sie es nie in die Weltspitze. Man hat nicht viel Zeit als Leistungssportler. Man hat mal 5 bis 8 gute Jahre. 10 Jahre Vorbereitung, 5 bis 8 gute Jahre. Und die möchte man optimal nutzen. Sie können nicht reich werden und trainieren trotzdem mehr als die Fußballer. Sie sind einfach positiv Verrückte.